Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch hier von der Prater Hauptallee. Es ist der 6. November 2018 und was mache ich hier, werdet ihr euch fragen. Ja, heuer war es so, dass im September 2018 der Vienna Business Run war und ich habe mich auf den, weil ich es endlich wieder wissen wollte, was geht noch mit 40, was geht noch sportlich, kann ich das laufen, diese 4,1 Kilometer. Und ich habe im Mitte August angefangen, knapp 6 Wochen trainiert, bis zum, ich glaube, 6. oder 9. September war es. Und habe eine Zeit von 7 Minuten pro Kilometer knapp geschafft. Und knapp 30 Minuten für die Strecke, was natürlich jetzt nicht optimal ist, wenn man sich die Ergebnisliste anschaut. Und jetzt stelle ich mir die Frage, was kann ich schaffen in einem Jahr? Und jetzt laufe ich schon seit dem 6. September fast jeden zweiten Tag. Und ja, jetzt will ich das irgendwie festhalten, wie ich meinen Fortschritt dokumentieren kann, dass ich sagen kann, kann ich in dem einen Jahr noch eine gute Zeit schaffen, zwischen 5 und 6 Minuten? Geht das noch? Das ist eben die Frage. Geht das noch? Ja, und wie man sich in einem gewissen Alter viele Fragen stellt, ist auch diese eine hier eine, die nicht leicht zu beantworten ist. Es gibt Tage, da läuft es echt gut. Ich habe noch nach wie vor meinen Schnitt von knapp 7 Minuten pro Kilometer. Und an schlechten fast gar nicht, da gehen 8 Minuten. Ja, ist ein wunderschöner Herbsttag, jetzt schauen wir mal, wie ich das noch hier zusammenbringen werde. Wie gesagt, heute ist 6. November, Beginn vom Tagebuch, Training soll weitergehen. Ich versuche am Laufenden zu halten und schauen, ob sich Steigerungen ergeben. Bis zum nächsten.